Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir machen gerade heute die Fahrzeuge sauber und hatten Wasser gefahren. Wasser ist jetzt fertig. Wir werden noch die restlichen Fahrzeuge fertig machen und dann werden wir uns Richtung Holzplatz begeben und ein bisschen ein paar Bäume bearbeiten. Aber erstmal noch hier die Fahrzeuge reparieren. Mal das gucken, ob wir reinkommen im Bereich. Alles reinkriegen und schlecht aus. Gut, dann machen wir mal die vorne beiden Geräte, also das Hauptgerät und das Leitwerk. Das ist nämlich ganz wichtig, alles sauber ist und heil ist. In Ordnung muss sein. Sagte mal auch in der Klausel. Lange her in der Serie von Lachen. So, wollen wir Schneidwerk machen. 18 Tage schon her. Und das ist noch mistig. Aber kann man hier ran mit Wasser. Hat nur so Weile, das ist gut. Ich würde sagen, es ist unrecht, dass wir bereit für die nächste Ernte, ne? Oder Raps oder sowas, ne? Oder Weizen oder Gerste. Was halt zuerst fertig ist. Müssen wir anmachen, ne? So, jetzt fahren wir immer gleich wieder am Platz. Wo Platz ist, ne? In der Reihenfolge der Maschinen. Schneidwerk müsste man eigentlich woanders hinstellen, weil meist kommt der jetzt mal nicht, aber das können wir immer bei Bedarf näher losfahren, noch einen Platz suchen und dann hinstellen, ne? Das ist ja nicht ein Problem. Hab noch nicht viel gehabt, weiß gar nicht genau. So, der ist auch fertig. Jetzt werden wir den Anhänger parken. Und der ist mich heile. Bis auf Gewicht. Ein Traktor. Mittlerweile 1% hier kaputt. Nur ein bisschen gefahren, ne? Oh, der Anhänger ist sauber. Heile. Der Dünger. Dann fahren wir hier auch noch alle rein. Die kleinen kann man gut düngen und mit den großen kann man mal kalken zur Not, ne? Kann eigentlich hier machen, wie er möchte. Und mit Kalk muss ich da oben dämlich fahren, aber da geht da nicht viel rein. Ne? Läuft. Ja, nächste Woche habe ich wieder, wieder Frühschicht. Du weißt wie lange. Der Meister war mit ein paar Kumpels Skifahren in Italien. Natürlich sind wir in eine Firma gefahren und gab all die Hand, ne? Gut, ich war zum Glück nicht dabei. Aber heißt das Quarantäne, heißt Quarantäne, ne? Für alle, ne? Ja, gut. Hoffen wir nicht so kommt, wenn es so weit kommt. Aber ich weiß auch nicht, ne? Das lässt sich nicht mehr aufhalten. Wir können nur hoffen, dass bald wärmer wird, dass die Viruserkrankung dann an sich einschläft, wie bei fast alle Viruserkrankungen, ne? Also Erkältung und Grippe wird ja im Frühling immer weniger. Wenn es warm wird, ne? Sobald es warm wird. Aber Ausnahme steht der Regel, ne? Obwohl, naja, gut, normalerweise ist ein Virus wie ein Virus, ne? Kann man nichts machen, dann kann man ein bisschen spielen, ne? Hauptsache wir haben genug zu essen und zu trinken da.
Der eine wird sagen, trinken ist euch wichtig, aber ist aber erstens genauso wichtig. Und bei mir ist ganz wichtig, dass Strom da ist, ne? Nicht, dass wir hier nachher ohne Strom da stehen. Und es gibt keinen leistungsfähigen Akku, der mich da im Prinzip helfen könnte in der kurzen Zeit. Und lang genug. Ich könnte mir ein paar Folgen mehr machen, ne? Theoretisch. Aber wie soll ich sagen? Ist ja das ist. Naja, gut, ne? Wenn der Strom nicht reicht, reicht er nicht, ne? In Solarzellen, naja, gut. Wäre eine Option, aber ja, nicht reichen. Aber die Solarzellen funktionieren auch nur, die ich bekannte, wenn ein Stromnetz vorhanden ist. Wenn keins vorhanden ist, dann liefern die keinen Strom. Die müssen wohl was zum Einstellen haben, der Herdzahl, und davon brauchst du ein Netz, der Strom hat. All die Gerätschaften brauchen alle eine bestimmte Herdzahl zum Laufen. Besonders hier Elektronik und so, da braucht garantiert eine richtige Herdzahl, ne? Und sonst geht nichts. Besten 15 Fahrer geht alles kaputt. Schön üben, alles reinfahren, ne? Und so nimmt ein paar Tage sehr gebraucht. Also Ingame-Tage, ne? 3-4 Tage ungefähr Ingame brauchen wir. Aber gut, dann ist wenigstens weggeräumt und sauber und repariert, ne? Die haben wir ja alle mal gebaut, dass wir das hinstellen können, ne? Reinstellen können, ne? Und wir kriegen ein bisschen Ordnung rein in diesen Chaos hier. Wir wissen auch nicht, wo die Traktoren stehen, ne? Das ist ganz wichtig. Der sieht auch heiler aus. Jetzt auch heile, ist gut, dann fahren wir gleich rein. Bisschen üben, da geht alles gut rein, ne? Naja, fast gut, ne? Bisschen korrigiert darf man schon machen, ne? So. Dann wir mal schauen, ob wir noch Ort haben, ne? Klappt ja nicht. Das ist ein bisschen klein aus, ne? So, vorne war noch ein Fahrzeug. Die Fahrzeuge müssten eigentlich noch gut heile sein, also kaum gebraucht, ne? Also der war ja für Mehl oder so ein Zeug. Timer gedrückt, ja. Jetzt kommt Sonne rum hier, oh. Das ist nicht gut. Dann sägen wir nichts. So wenig. So, der ist auch heile, den fahren wir gleich am Regenzünden, ne? Richtung Gras, das ist natürlich ein relativ großer Fahrzeug, ein richtig großer Hänger. Den fahren wir hier auch rein in der Halle. Neben den, oder vor dem Grün, ne? So. Aber den Traktor, den werden wir da nicht stehen lassen. Den fahren wir neben dem anderen roten Traktor. Da
Und wir wissen, wo alle Traktoren sind, die jetzt in Gebrauch sind. Das gilt auch für Dünger auch. So. So, da war noch ein Fahrzeug, müsste, das war unser Neuholland. Maishäcksler, der war noch mistig. Und kaputt. Da müssen wir auch einen haben irgendwo. Jo, das sind die mistig. Und kaputt. Da werden wir gleich mal reparieren. Und voll tanken. So, wir tanken voll und tanken auch voll. Klapp, klapp. Ich wohne ja über 2000 da. Wenn ich wieder da laufen muss, ne? Ups. Ja, reparieren. Und waschen. Das ist ganz wichtig. Brauchen den frühestens im, ja, im Herbst oder ja, im Herbst, muss ich sagen. Ich überlege mir auch noch, ob ich mal irgendwann mal Pappel anbaue. Im großen Stil. Oh, sieht böse aus. Aber da kriegen wir alles sauber. Oder stellen wir ganz rechts hier rein. Oder auf die andere Seite mal, ne? Die andere Seite ist auch noch frei. So, hier müsste ganz rechts das frei sein. Ja, das ist frei. Hatte ich mal den Vierhänger dann gehabt, aber der Vierhänger ist bestimmt bei dem Schwein. Den brauchen wir mal wieder. Die Schweine vermehren sich ja so fleißig. So, vollgetankt. So, mal gucken, ob wir noch was machen können. Die Fahrzeuge waren erledigt. Dann müssen wir den LKW holen und dann entsprechend ist er auch fertig. Ernte, Ernte, Ernte. Für Mehl später. Müssten wir mal rüberfahren zum BGH wegen den anderen Ballen, aber das alt nicht. Dort hätten wir auch alles. Ich lasse mal die Traktoren hier dran, den großen für den Flug. Ne? Den Flugbesatz. Hier für die. Ach, hier ist der andere dran. Achso, okay. Aber ich werde mal durchzwitschen über die Fahrzeuge. Und zwar. Auf Holland. Das ist der LKW. K2, K2. Das ist der. Der ist mistig. Ah, okay. Den haben wir noch gesucht. Der muss auch repariert werden. Ja, dann haben wir alle, müssen wir alle haben, ja, im Prinzip. Ja. Alle Fahrzeuge zusammen. Ja, mal schauen, was unser Raps macht, ne? Vorbeifahren, ja, kann man vorbeifahren für 10, glaube ich, muss sein. Muss ja noch nächstes Jahr noch einen Dienst bauen. Dieselherstellung. Da hat unser Getreide, wächst auch schön.
müsste unser Getreide sein. Oder das nächste Feld halt, ne? Das nächste Feld. Mal sehen, was die Brauerei so einbringt, rein theoretisch. Naja, das ist unsere Wiese. Habe ich da Wiese gemacht? Da habe ich Wiese gemacht. Ach, die anderen Felder sind ja. Ach, da habe ich drei Wiese. Okay, dann passt das. Wie viel Dürreschaden, ne? Also. Nacharbeiten. Ja, wir fahren zum Hof. Feld Nummer 13 vorbei. Dann schauen wir mal, wie da aussieht. Da haben wir noch, sonst auch gesehen, hier Weizen. Ne, das ist 13. 13 ist hier vorne. Da haben wir eigentlich Raps ausgesät. Eigentlich. Ja, da kommt zum Frühling. Oder heute Abend. Solange Plus gerade sind, kann es wachsen, theoretisch. Ne? Da Weizen ist gewachsen. Wie schön. Mein Körper noch düngen kann, ne? Aber düngen, naja, wir machen Frühling, ne? Oder im Fluss gerade bleiben, morgen, aber das kann sich schlagartig ändern, ne? Wir haben trockenes Wetter. Das könnte Hochdruckader sein, da könnte sich theoretisch auch die Temperatur abkühlen, ne? Könnte bei kurz Abkürzung gefahren, eine kleine Abkürzung. Ja. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid noch tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Tschüss.